Herzlich willkommen zurück zu Wolfenstein The New Order. Ich bin euer Chojin, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben einen kleinen Bosskampf hier. Ich weiß nicht, wie groß das Spiel noch ist. Wir sind schon, ich glaube, Kapitel 14 oder sowas. Und müssen mal schauen. Wir müssen den von unten erwischen. Ist alles gar nicht so easy. Mit der Wumme hat das ganz gut geklappt. Genau. Ist die Frage, ob wir direkt ganz drunter gehen können. Ich versuche das jetzt einfach mal schön nah ranzugehen. Oder wir müssen... wir müssen wahrscheinlich erstmal wieder diese Teile ausschalten. Aber eigentlich müssen wir da unten drunter irgendwie. Das ist gar nicht so easy. Der darf eigentlich totstampfen. Was auch ganz schnell passieren kann. Das Auge. Das Auge mache ich kaputt. So ist eigentlich kein Problem. Nur das Problem ist wirklich, da drunter zu kommen. Da haben wir doch ziemlich abgekackt beim letzten Mal. Doch, das kann ich. Okay, es geht noch nicht auf. Wir haben ein Problem. Weg hier. Ah, renn! Oh, Entschuldigung. Eieiei. Krawum! Vorsicht! Verstecken Sie sich vor ihm, Cowboy! Andere Seite rennen. Benutzen Sie die Tunnel wie eine Ratte. Ja, das ist schon klar. Scheiß MG. Zum Glück macht das nicht so viel Schaden. Jetzt bitte noch das eine. Und dann muss ich ihn von unten erwischen. Ja, das ist voll schwer, direkt runter zu langen. Besonders, weil der einen totstampfen will. Boah, weil wir hier übel Schaden nehmen. Und ich Angst habe, wieder zerstampft zu werden. Man wird so schnell zerstampft. Warte, er will seinen Schuss machen. Mist. Ja, gar nicht so einfach. Hat er wieder zugemacht. Mach auf, mach auf, mach auf. Schande. So ein Mistsack. Komm nicht runter, obwohl ich renne. Ah, ich sitz fest. Echt doof an der Stelle. Bewegt sich nicht. Das ist wirklich, man wird getroffen und ist dann gestuckt.
Ah, ist das ätzend. Ach, zum Kotzen. Der regt mich auf, der Gegner. Besonders, weil wir uns nicht bewegen können, sobald wir Schaden nehmen. Geh out. Ich kann mich nicht bewegen. Ah, gosh! Zum Kotzen. So, weg hier. Frust. Frust, Frust, Frust. Der stellt sich immer so hin und fängt an, sich aufzumachen, wenn ich vor irgendwie so ein Teil bin. Boah. Boah. Kotzt mich an. Wo haben wir hier noch Energie? Dankeschön. Bisschen Panzerung. Nö, ewig habe ich auch nicht vor. Gott! Warum nicht direkt so? Komm mal auf das Teil. Komm, beweg dich, beweg dich, beweg dich. Ah, gosh. Ah. Macht er nicht, macht er nicht, will er nicht. Das ist echt doof gemacht. Scheiße. Ja, lass uns schön treffen von dir. Dass du Spaß macht. Komm, geh rein. Mann, Mann, sobald da dieses scheiß Feuer ist und wenn der auf ist, komme ich da nicht hin. Der Frust geht nicht. Ach, renn doch mal. Ich bin froh, dass das vorbei ist. Das hat keinen Spaß gemacht. Nee, gar nicht. Gar nicht. Captain Blaskovich. Ich weiß viel über Sie. Wir haben denselben Namen. Sie und ich. Wilhelm. William. In Amerika nennt man mich Deathhead. Gefällt mir nicht. Ich bin ein glücklicher Mann. Schauen Sie her. Es klingt so negativ, sagen Sie es richtig. Einmal sagen Sie es korrekt. Toten. Verdammter Deadhead. Ich habe schlechte Nachrichten, aber hier geht alles den Bach runter. Hatten keine Zeit, uns vorzubereiten. Ich bin am tragbaren Funkgerät. Sie sind hier drin. In den Wagen. Wir müssen fahren. Wir stecken ordentlich in der Scheiße, Johnny Cowboy. Hoffentlich kommen wir noch rechtzeitig nach Hause. Berlin. Bitte kommen, Berlin. Wie ist Ihr Status? Wird immer schlimmer. Keine Ahnung, wie lange wir das noch aushalten können. Hier wimmelt's nur so von Totenkopfsmännern. Die werden von ihrer alten Freundin Frau Engel angeführt. Totenkopf muss sie für ihre Taten im Lager befördert haben.
Caroline ist bei mir. Haben uns im Hubschrauberhangar verschanzt. Sitzen in der Falle. Diese Schweine sind überall. Ich weiß nicht, wo die anderen sind. Ein paar sind tot. Der Rest versteckt sich. Ist nur eine Frage der Zeit, bis sie uns alle finden. Shit. Also eine Rettungsaktion. Blazkowicz on the run. Hit the road. Es tut mir leid, Mann. Ich wünschte, du hättest Mesquite im Abendrot sehen können. Das würde ich dir zeigen. Jetzt ist Max sauer. Wieder kaum Muni mehr. Warum auch immer. Was? Leider haben sie wieder mal nur auf mich abgesehen. Toll. Fuck. Oh Mann, fast down. Viel, viel Schade genommen. Ach, der hält mir das auf. Wir hätten da durchgehen müssen. Abgelenkt durch die Gegner. Also die letzten 6-7 Videos sterben in fast jedem, ne? Da muss man schon sagen, das ist vom Schwierigkeitsgrad höher geworden am Ende. Finde ich gut, das war bei alten Shootern öfters so. In den letzten Jahren ein bisschen anders gewesen. So, die Schweine kommen ja jetzt wieder. Ah, es ist leer, okay. Mist. Wieso war die so schnell leer? So, jetzt sollten wir direkt... Ah, dankeschön. Explosion auch nochmal. Nach den Zweien müsste das kommen. Dann sollten wir direkt rein. Ja, mach mal auf, Max Haas. Geh weg. Puh, gar nicht erst gegen die zwei großen Kämpfen, die da kommen. Okay, der hat sich geopfert. Max. Blazko, verdammt nochmal, sind Sie das etwa? Hören Sie, Blazko, sie hat Anja. Verdammte Frau Engel, auch Set und Bombarde hat sie in ihrer Gewalt. Sie werden zu Totenkopfbasis gemacht. Caroline, was zur Hölle machst du da? Ich will das verdammte Ding zum Laufen bringen. Dann mach's leise, okay? Hey, Blazko, wir haben noch einen Hubschrauber im Hangar. Wenn Sie schnell machen, nehmen wir ihn uns. Holen Sie unsere Leute raus. Kommen Sie zu uns. Fergus, Ende. Auf dem Weg, Jungs. Was? Wo? Ah, da.
können wir hier lautlos vorgehen. Na, das bringt nichts. Dann gehen wir auf Shotty, würde ich sagen. Hier sind so viele. Und wir versuchen mal die hier. Krass, jetzt alles am Brennen hier in der Basis. Ganz verschlossen, kommen wir nicht mehr rein. Können wir hier schlafen? Gern Upgrade. Okay, wir haben da ein Limit schon erreicht, aber da wir hier so schön im Nahkampf sind, würde ich sagen, bleiben wir bei der Shoddy. Viel Staub in der Luft, man sieht nicht so gut, ne? Hab ich nicht gesehen, wo ist der? Ja, ich hab dich! Keine Ahnung, wo du ballerst. Das ist gut. Zwei von den dicken auch noch. Puh, wir gehen wieder nachladen. Schön, wir haben eine Art Kontrollpunkt bekommen. Der hat auf jeden Fall geladen. Wo war das Ladeteil? Wir hatten gerade eins hier. Oder? Hatten wir hier nicht gerade ein Ladeteil? Nee, wir haben keins. Schade. Schade, schade, schade. Das wär's jetzt. Dann würde ich sagen, gehen wir mal ein bisschen aufs MG. Und wir machen eine Double Action. Goldener Löffel. Juhu. Genau, wirft mal so eine Bombe auf jemanden ab. Oh nein. Die Armen. Gott, ich sehe die gar nicht. Keine Ahnung, wo die sind. Okay, den machen wir definitiv hier mit wieder. Sieht den auch so schlecht. Sieht euch gar nichts. Okay, Mistzack. Können wir nochmal schlafen? Mitten im Feuer hier? Nee, ne? Und wie ich es mir geahnt hatte, da können wir irgendwann durch. Ich sehe sie. Nur noch ein bisschen weiter. Ich komme nicht hoch. Wieso? Kann mich nicht hinstellen. Können Sie mich sehen, Herr Robin? Ja, sehen schon, aber...
kommen hören. Alles im Einklang mit den Zahlen. Heute ist die entscheidende Zahl 19. Eine Primzahl, warum nicht? Mathematisch betrachtet muss jeder von uns 19 von denen erledigen. Im Schnitt. Dann werden wir gewinnen. Ja. Ich bin inzwischen schon richtig gut darin geworden. Ich habe schon 11 geschafft. Habe ich schon Danke gesagt? Ich weiß nicht, ob ich ihm gedankt habe. Ich sollte meinem Freund Danke sagen. Aber ich habe vor heute schon 7 erledigt. Auf andere Weise. Ich muss jetzt weiter Fergus und Carolina finden. Sie sollten mit mir kommen. Und mein Modell ruinieren? Es entspricht dem Kausalitätsprinzip. Sie wollen, dass ich gegen die Naturgesetze rebelliere. Verstehen Sie nicht? Der Weg vor Ihnen ist lang und so steinig, dass ich mich frage, ob Ihr Kopf das aushält. Mein Weg endet hier. An diesem Tag. Ich bin froh, meinen Freund gefunden zu haben. Das ist so dramatisch alles. Die werden sich alle opfern, vermutlich mal. Also alle draufgehen. Und er überlebt das alles. Ist die Frage, was besser ist, ne? Selber sterben, um das ganze Leid nicht mehr zu ertragen. Nicht schön. Und die Anya wird auch draufgehen. Mist, zack. Besser mal auf Shotty gehen. Autsch. Hey, Blasco, einer der Abwassertunnel müsste zum Hangar führen, glaube ich. Aber Vorsicht, hier laufen die widerwärtigsten Regimeärsche rum, die sie je gesehen haben. Scheiße. Ich glaube, schleichen können wir sowieso jetzt nicht mehr. Aber ich würde sagen, wir machen mal hier einen Break, bevor wir mit der Kanalisation beginnen. Bis demnächst, euer Chojin.